herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch wieder George mitgebracht, meinen lieben Freund George. Ja, ich möchte heute die gleiche Tasche mit euch bauen, oder den gleichen Flap mit Tasche, ja, den ich neulich schon gebaut habe, als dieses Video so unfassbar zeitlich eskaliert ist und über 2 Stunden lang war. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, einen ganzen Haufen an Kram und möchte nun mit euch das Ganze hier reinbauen, damit ihr das einfach nochmal in Kürze habt. Das ist ein Teil des Buches, was ich am letzten Mittwoch veröffentlicht habe. Das Geburtstagsgeschenk von meiner Oma. Und ich habe noch ein bisschen Sonnenblumenpapier übergehabt. Das heißt, dieses Schatzi, was ich jetzt mache, kriegt auch Sonnenblumenpapier. So, weil ich es einfach noch habe. So, und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, herzlich gerne. Ich freue mich über Abonnenten, Kommentare, über den Austausch. Und ja, jetzt freue ich mich darüber, mit euch George weiter zu dekorieren. Oder mit dir, oder mit euch. Nein, ich nenne euch, weil ihr seid bestimmt mehrere, die dieses Video gucken. Ich will jetzt nicht sagen viele, aber bestimmt mehrere. Dementsprechend glaube ich, dass ich euch jetzt einfach euch nenne. Habe ich öfter mal darüber nachgedacht, wie und was und ihr, euch, du, dich, was auch immer. Ich bleibe jetzt bei euch. Ich glaube, ich nehme hier wieder eine Mitte. Habe ich hier auch eine Mitte genommen? Nee, hier habe ich keine Mitte genommen. Das war eine schöne Schreibseite, nur George ist ein Ideenjournal. Nee, und in Ideenjournals muss man Ideen einbringen. Deswegen wohnt das jetzt hier. So, ich habe auch einen Kaffee. Das ist sehr schön um diese Uhrzeit. Es ist nämlich Sonntagmorgens, relativ früh noch. So, und hier ist mein Element 1. Also, das ist das Basiselement. Also ich habe wieder ein paar Tipps und Tricks für euch mitgebracht. Oder ein paar Erkenntnisse, über die ich so während der Bauzeit gestolpert bin. So glaube ich, ach, das passt gut auf die Seite. Die Seite nehme ich, die gefällt mir. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hole mir mal ein Bleisäckchen, damit ich die andere Seite runterhalte. Das ist... Ach, mein Bastelzimmer hat sehr viele Komponenten. So, ich stehe nämlich überall, rechts, links, vor mir, über mir. Habe ich überall Bastelsachen. Und da mein Vater technischer Zeichner war früher, habe ich einiges, was hier so Zeichnermaterial ist. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen die Flaps vorbereitet. Das heißt, das hier wird so angeordnet. Das hier ist innen quasi nach rechts offen. Von mir aus gesehen. Das hier ist die Klappe, die nach links geht. So, ihr seht schon, ich habe hier noch nicht fertig dekoriert, weil ich dann nämlich noch ja, Sachen aufbringen und Halterungen und so weiter. Ich glaube, die mache ich auch erstmal auf den Flap, bevor ich den anklebe. Das heißt, diese beiden Schatzis hier lege ich nochmal zur Seite. Und dazu kommt, dass ich nämlich noch einen Verschluss bauen wollte. Und zwar diesmal nicht mit Magneten, so wie ich es letztes Mal getan habe, sondern mit Fäden. Ich gucke nur gerade, welcher Faden hierfür ganz geeignet wäre. Habe ich den hellen? Und ich finde der helle ganz cool, oder? Ich finde den hellen gut. Das ist ein gewachster Faden, die legen sich immer ganz gut, wobei hier ein bisschen Wachsbrösel ist. Weil der Plan ist nämlich, wenn ich das hier aufklebe, das hier hinten. Obwohl, Moment, ich muss mir eben ganz kurz selbst überlegen. Doch, das kommt hier rüber. So, das flappt hier rüber. Und hier kommen dann Fäden raus, die man verschleifen kann. Verschleifen mit dem Rückteil. Das heißt, auf dem Rückteil hier werde ich hier auch einen Faden einbringen. So, und zu diesem Rückteil kann ich euch gleich auch noch was erzählen, bevor ich mit dem anderen anfange. Ich habe nämlich beim letzten Mal habe ich den so rumgeknickt, also dass diese Kanten die letzten sind, die ich umknicke. War nicht die schlauste Idee des Tages, weil nämlich, wenn man hier was reinsteckt, dann bleibt es immer an dieser Klappe hängen. Wenn man das so rum macht, ist das wie so Eisenbahnschienen, das rutscht dann komplett durch, ohne an dieser Klappe hängen zu bleiben. Vorausgesetzt ist es so breit, dass es hier innerhalb dieser, ich sag mal, Schenkel ist. Ja, das war die Erkenntnis des letzten Bastels. Schlauer ist so rum. So rum, genau.
Deswegen mache ich mir hier schon mal ein paar Punkte drauf, dass ich das diesmal nicht vergeige, weil letztes Mal hatte ich echt Probleme, das Zeichen reinzuschieben, was dahinter gehört. Also diese Schreibkarte. Muss ich dann immer irgendwie ein bisschen wuseln und fummeln, dass das funktioniert. Das fand ich irgendwie doof. Unnötig. Auch gesagt. So, das heißt, ich werde mir jetzt erstmal hier eine kleine Kante, hier auch mal eine kleine Kante anlegen, dass die auf jeden Fall unten bleiben. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass wenn man Videos dreht, dass man nicht den Pinsel in die Tee nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Wenn ihr mal eben den Pinsel halten wollt, klebt euch den auch zwischen die Zähne. Also ich mache das. Ist auch nicht schlimm, nur man kann halt nicht mehr sprechen. So. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, wie das hier hinten laufen muss. So, alle Maße und Falzen und so weiter und so fort findet ihr in meinem letzten Video, beziehungsweise bekommt ihr von mir. Und zwar bekommt ihr die von mir, wenn ihr mir bei Facebook schreibt. Da findet ihr mich unter Varaya Loves Paper. Auseinandergeschrieben, also Varaya der Vorname, Loves Paper der Nachname. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail, Varaya Loves Paper in einem Wort. varayalovespaper@gmail.com. Und dann kriegt ihr von mir meinen Anleitungszettel mit Maßen und Reihenfolge. So. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das nachbasteln wollt. Ich selber habe es nicht erfunden. Ich selber habe es mal in einem Junk Journal bei eBay Kleinanzeigen oder ein Scrapbook Journal. eBay Kleinanzeigen bekommen. So, das möchte ich da dran packen. Ich glaube, die werden viel zu lang, aber egal. Abschneiden kann man immer noch, ne? Schwupps. So, ich brauche den Faden gleich nochmal von einem anderen Teil. Den hier werde ich jetzt hier dann quasi mit einbringen. Zwischen den ersten Flap und dieses Ding. Genau. Lege ich mir mal zur Seite, dass ich das gleich nicht vergesse. Denn jetzt kommt nämlich als allererstes mein Flap-Mechanismus, der hier von oben und unten nochmal zuschnappt. Den mache ich diesmal auch mit Bindfaden. Und mit, also mit dem Faden, den ihr eben schon gesehen habt. Und werde einmal gucken. Ich habe mir auch hier was vorbereitet. Ich bin so vorbereitet, wenn ich die Sachen immer finde. Hier habe ich nämlich so einen Teil, wo der Faden dann dran kommt. Und das hier wird das Gegenstück, wo der Faden sich dann rumtüdeln darf. So, das heißt, das wohnt dann dort. Ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Ja, sieht ganz gut aus. Und das hier hänge ich hier so drunter. So, das hier werde ich als erstes drunter hängen. Also ich werde das, ja, doch, so. Das werde ich als erstes drunter hängen, dass ich sehe, auf welcher Position ich den Hasen da anbringen muss. Muss ich ja immer gucken. Hier gibt es ja oben und unten bei den Dingern. Hier habe ich einen Tag genommen. Also ich habe so eine Tag-Stanze und habe quasi diese Tag-Stanze benutzt, um mir diese Öse zu stanzen. Das war dann halt kein Tag, oder so, sagen wir, es ist ein sehr cooler Tag geworden. Ja, ich fand diese Öse einfach sehr schön. Passend für das, was ich hier vorhabe. So, der flappt jetzt hier so runter. Das heißt, das gute Stück kommt jetzt hier drunter. Ich sehe diese kleinen die Kanten hier. Die will ich hier hinterschieben. So, dass er gleich mit dieser Rundung quasi rauskommt. So müsste es auch ziemlich gerade sein. Genau, und der flappt dann hier rüber. Oder ich nenne es mal flappen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Es ist früh am Morgen und überhaupt und außerdem. So, und der braucht jetzt hier sein Gegenstück, weil der Faden geht dann von hier und tüdelt dann um dieses Gerät hier drumherum.
Das soll jetzt auch nicht so mega eng dran sein, dass das hier direkt so verknuddelt ist, sondern das soll ein bisschen Spiel haben. Also ich finde das hier eigentlich ganz gut, indem ich hier in der Verlängerung steche. Und das mache ich jetzt auch, bevor ich die Rückseite dekoriere, weil ich sonst nämlich durch das Schreibpapier steche. Ich meine, was auf jeden Fall eh schon da ist, ist, dass da ein Buckel dann ist. Das ist dann halt so. Ihr seht es ja hier, kommt der Bread wieder raus. Solche Arbeiten sind solche Fingernägel übrigens großartig. Für Breads auseinanderpacken und so. Jetzt haben wir dieses, jetzt haben wir jenes. So, jetzt können wir auf jeden Fall die Seiten schon mal dekorieren. Und dann können wir sie auch anbringen. Ich lege mal eben George ein bisschen beiseite, während ich diese hier dekoriere. Also sie flappen ja so und so. Sie flappen so auf. Hier habe ich mit vorbereitet. So, was haben wir denn hier? Du bist das Gegenstück dort. Seht ihr da? Passt zusammen bildlich. Das kommt hier da oben drauf. Und der Hase hier kommt auf die Rückseite. Jetzt brauche ich aber einen größeren Pinsel, sonst werde ich hier irre beim Kleben. So, und das ist jetzt der Punkt, ne? Leute, ich habe alles vorher dekoriert, oder nein, das meiste vorher dekoriert, damit ihr hier nicht so viel mir beim Kleben und Tüdeln zuschauen müsst. Du kannst das mal gehen. Sondern damit ihr einfach zügig seht, wie ich diesen Mechanismus und allen Tüdelü zusammenbaue. Ne, dementsprechend habe ich hier jetzt keine riesen Klebesession. Normalerweise würde ich nämlich dieses ganze Ding zusammenbauen, dass dieser Mechanismus komplett funktioniert, von oben bis unten. Also mit allen Klapptaschen, mit allen Fäden, mit allen was auch immer, was man halt zusammenkleben muss, alle Klebelaschen. So, und dann, wenn alles beisammen wäre, ich müsste es quasi nur noch aufs Papier bringen, das wäre der letzte Schritt, ich müsste es nur noch aufs Papier bringen, dann würde ich anfangen zu dekorieren. Und würde die ganzen Sachen, also zum Beispiel auch dieses Papier, was ich jetzt klebe, würde ich dann erst machen, wenn es fertig zusammengebaut ist. Die ganzen Sachen, die ich jetzt schon dekoriert habe, würde ich auch dann erst dekorieren, wenn ich ohne Kamera dekorieren würde. Nun ist es aber so, dass ich euch mitnehmen wollte, wie ich das hier zusammenbaue. Dementsprechend habe ich es nicht später dekoriert, weil sonst wäre dieses Video wieder so entspannte 2 Stunden lang, weil hier ganz schön viel an Deko dran wohnt. Ne, also vertut euch nicht, wenn ihr sowas basteln wollt, das an sich. Ihr müsst es zuschneiden und lalala, das ist okay. Nur vertut euch nicht mit der Menge an Zeit, die ihr braucht, um das Ganze hier mit der ganzen Deko zu versehen. Ja, also ihr müsst das zuschneiden. Das Zuschneiden an sich, das sind sehr viele Teile. Das sind sehr viele Einzelteile und die möchten auch gut abgemessen werden und dann auch anständig verbastelt werden und so weiter und so fort. Ne? Ganz klar. Kennt ihr ja. So. Nur dadurch, dass das so viele sind und ihr das aufs Buch anpassen müsst, seid ihr damit schon mal gut, ich sag mal, eine Stunde seid ihr bestimmt unterwegs, alles zurechtzuschneiden. Dann noch zu distressen, so dass ihr quasi das Grundgerüst habt und die Sachen, die ihr aufkleben wollt. So, zu dem Zeitpunkt, Stunde später, habt ihr aber noch nichts Einzelnes aufgeklebt, noch nicht ein Stück. Und dann heißt es halt einfach zusammenkleben. Na, dafür werdet ihr vielleicht noch mal ein halbes Stündchen brauchen, bis alles an Ort und Stelle klebt und alles funktioniert und alle Fäden da sind, wo sie hingehören. So, und dann müsst ihr den ganzen Kram noch dekorieren. Also, mal alles in allem, ich denke mal, 2 Stunden braucht man auf jeden Fall, um so ein Teil hier zusammenzubauen. Ja, also mindestens. Da seid ihr schon ziemlich zügig. Sieht immer so leicht aus, ne? Wenn die ganzen YouTuber hier ihre Teilchen zusammenbauen. Zack, 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 zack. Ganz einfach, schnelles Geschenk, fertig. Naja, wer ein Geschenk sucht, das irgendwie 15 Minuten braucht zum Bauen oder vielleicht eine halbe Stunde, ist bei dem Teil hier mal definitiv falsch. Er sieht cool aus, es ist. Ich sag mal so, es ist nicht schwer, es ist einfach umzusetzen, nur es braucht Zeit. Und je nachdem, wie aufwendig ihr es dekoriert, braucht ihr natürlich noch viel mehr Zeit. Ich sage nicht, dass die Zeit sich nicht lohnt. Das habe ich nicht gesagt. Nur vertut euch nicht, was die Zeit angeht.
Das habe ich gesagt. So, das Schöne an diesem Kleber ist, man kann noch ein bisschen rutschen. Bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist, wie es sitzt. Geht. Scrapbooker wird nichts hier über den Kopf zusammenschlagen. So flappt das dann zusammen. So, dann flappt das aber so auf. Und ich möchte hier auch noch eine zweite Sonnenblume bekommen. Ja, diesmal dadurch, dass ich hier keine Magneten verarbeite, kann ich jetzt alles hier zukleben. Ich hatte gerade noch mal kurz überlegt, ob ich jetzt irgendwo einen Faden vergessen habe, aber das ist auch ganz beliebt. Werdet gleich sehen, trotz, also ich habe versucht, sag's schon, ich habe versucht mit Auge hier die Sachen so vorzubereiten, dass ich dann mit euch noch die richtigen zusammen und zuklebe. Ne, also wie das hier zum Beispiel, was ich jetzt zum Schluss kleben muss, damit ich euch zeige, wie ich die Lasche hier reinbaue. Verdammt, jetzt habe ich Kleber auf der Frontseite. Egal. Kann man nachher abprobieren. So, also ich habe jetzt versucht, das alles so zu machen, dass ich nur noch die letzten und wichtigsten Sachen mit euch zusammenklebe, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Und dennoch werdet ihr gleich sehen, ich habe mich wieder einmal ein bisschen vorschnell mit einer Seite verbaut. Was heißt verbaut? Also ich habe zu vorschnell geklebt, weil ich nämlich hier eine Sache vergessen habe. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich muss nämlich diese kleinen, ja, diese Klebekanten hier, ne, die ich jetzt hier gerade in der Mache habe von dem Deckel, von diesem Flap, Klebekanten dran. Und die müssen ja irgendwo landen. Also man muss das Ding ja auch zumachen können, also festkleben können, bevor man es zumachen kann. So, bei dem einen habe ich dran gedacht und habe das auch freigelassen und habe euch das noch nicht aufgeklebt. Das werdet ihr gleich sehen. Und bei dem anderen habe ich halt nicht dran gedacht und ihr werdet gleich sehen und lachen. Hey. So, habe ich geschafft. Das ist das Ding, was hier rumflappen soll. Dieses hier klebe ich hier oben auf. Bevor ich die weiß-weiße Papier aufklebe, alles gut, alles richtig, alles schön. Bei dem anderen habe ich gepennt. Ich muss einmal mein Kleber her, mein Klebepinsel retten, sonst ist er gleich steinhart. So, und hier habe ich die Ecken nicht abgeschrägt, bevor ich es aufklebe, weil ich da eine gerade Kante haben möchte. Also normalerweise, immer wenn ich irgendwie so einen Flap mache, mache ich das so. Ihr seht's. Ist das eigentlich zu dunkel? Nee, geht eigentlich, ne? Soll ich euch das mal heller machen? Ich habe auch noch ein Licht. Wie sieht denn das jetzt aus? Besser? Ja, ne? Weil, also bei mir vor meinem Arbeitszimmer steht ein riesiger Walnussbaum. Der macht hier ein bisschen Schatten. Das Schöne ist, ich habe immer die kleinen Spatzen hier, die sich immer vortrefflich zanken. Die hüpfen hier direkt vor meinem Fenster rum. Und das ist ziemlich lustig. Nur ist es halt so, dass es dunkel ist. So. Hier gehe ich auf Kante und flippe das runter und ziehe das auch hier oben an die Kante. So sollte es nämlich sein. Wie ihr seht, habe ich hier unten schon aufgeklebt. So vorschnell, bevor ich diese Kante da draufsetzen konnte. Das war nicht schlau. Naja. Aber da ich dieses Blatt nicht mehr habe, also ich habe nicht ein zweites von dem und ich wollte gerne diesen Stil haben, damit das da richtig wohnt, werde ich das jetzt anders machen. Und dieses Teil wieder retten, indem ich, so, die bleibt jetzt aber schön da oben und hältst fest. So. So. Indem ich diesen Flap. Na komm schon. Komm schon, du willst es doch auch. Hier auf diese Seite ziehen. So. Das werde ich jetzt tun. Fällt mir halt ein, wahrscheinlich kommt meine Tochter gleich reingeschneit, weil ich wieder
mein On-Air-Schild nicht rausgehängt habe. Ich habe nämlich ein On-Air-Schild vor der Tür. Manchmal wird es auch ignoriert, aber meistens mittlerweile achtet meine Family schon drauf, dass wenn da On-Air steht, das hängt ein bisschen tiefer als das Schildchen normalerweise. Das ist sonst so ein Tico-Schild, was so hängt, dass man gut runter durchgehen kann, ohne sich die Börner zu stoßen. Und dann drehe ich das um, wenn ich On-Air bin, und hänge das tiefer, also auf eine Stufe tiefer sozusagen, dass man da voll gegenläuft, wenn man bei mir ins Zimmer rein möchte. Das ist ja auch der Sinn der Übung. Der Plan ist, man läuft dagegen, damit man halt nicht mich hier beim Film stört. So. So, ihr seht. So sieht das doch vernünftig aus. Alle gut. Nur ist die einzige Schwierigkeit. Ich habe hier hinten natürlich das ein bisschen versaut. So, und da ich das eben gemerkt habe, bevor ich angefangen habe zu filmen, habe ich mir hier auch mal ein Blatt geholt und werde das jetzt einfach vertuschen. Den Fail vertuschen. Kennt ihr aus dem letzten Video schon, falls ihr euch dieses Mammut-Video angeguckt habt, wie man Sachen einfach verschwinden lässt, wenn man ja vergessen hat, Magneten zu dekorieren oder ähnliches. Das, Aufdoppeln ist ja auch wertig, nicht? So, aber das passiert einem selbst noch, wenn man hier so ein Video vorbereitet und das jetzt schon mehrfach gebastelt hat. Selbst dann passiert einem sowas, dass man einfach vergisst, dass dort noch ein Flap wohnen muss. Ja, naja. Im Endeffekt wollte ich euch was Gutes tun, dass ihr nicht so viel Klebearbeit hier von mir mitkriegen müsst, sondern nur noch die allerwichtigsten Sachen. So hat das halt nur funktioniert. Nein, ich habe einen Fehler reingebaut. Also jedenfalls einen, den ich vorher gefunden habe. Finden wir jetzt noch mehr? Ich weiß es nicht. Sachen auf dem Kopf oder sowas ist natürlich auch ganz beliebt. Das kann ich auch ganz gut. Bis jetzt ist mir das toi 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 noch nicht vor laufender Kamera passiert, aber das heißt nicht, dass das nicht jemals passieren könnte. So wichtig ist mir immer, wenn ich jetzt hier so eine Schreibseite oder was einbaue, dass sie wirklich komplett mit Kleber eingestrichen ist. Natürlich könnte ich mir den Kleber jetzt hier verdünnen, dann würde es leichter gehen und dünner sein und bla bla bla. Aber je unverdünnter dieser Kleber ist, desto weniger wälzt sich das Blatt. Und das halte ich für ein sehr großes Asset, dass sich das Blatt nicht wälzt. Jetzt gucke ich natürlich oben, dass ich das hier richtig einpasse, dass das hier komplett über dem alten Papier drüber ist. So, Zauberkadauber. Ein bisschen Kleber hier noch wegreiben. Ah, perfekt, jetzt nicht. Oh Gott, das ist, ich sage jetzt einfach mal, für George, es ist ein Ideenjournal. Und dort sind die Ideen drin und selbst wenn ich jetzt hier feststelle, verdammt, ich habe hier echt mit Kleber rumgekleckst, da ist noch ein glänzendes Teilchen, dann ist da ein glänzendes Teilchen. Ich will ja einfach wissen, wenn ich das Ideenjournal aufmache, wie habe ich das gemacht? Welche Maße, welche Sachen? Was habe ich getan? Und warte, wisst ihr was? Ich hänge mal ganz kurz mein On-Air-Schild raus. Eine Sekunde. Ohne auf Papier derweil auszurutschen. Sonst kriegt ihr gleich hier. Ich habe hier noch die Geburtstagskarte von meiner Tochter gebastelt und hier liegt überall Wellen rum. Da wäre ich fast drauf ausgerutscht, deswegen sagte ich gerade nicht auf Papier ausrutschen. So ein Bastelzimmer ist ein Gefahrenherd, ich sage es euch. Ein Gefahrenherd, man kann sich den Kopf stoßen, die Finger klemmen, auf Papier ausrutschen, sich an Papier schneiden. Gut, eine Gefahr habe ich jetzt mittlerweile eliminiert, also man kann nicht mehr breit vom Kleber werden. Ich habe mich vorher, bevor ich diesen Funkekram Junk Journal Kleber entdeckt habe, habe ich, weiß ich nicht, irgendwas genommen, Uhu oder allen möglichen Krempel. Ich habe mir auch den Fabri-Tac mal gekauft, der wohnt mittlerweile bei Dani.
Dani liebt den und benutzt den und ich hatte davon, also wirklich, ich war bereichert, ich hatte Kopfschmerzen. Und wenn mein Mann in mein Zimmer gekommen ist, wenn ich am Basteln war, dann ist er ziemlich schnell wieder rückwärts rausgegangen. Weil das doch durchaus lösungsmittelhart war. Also, war schon eine Nummer. So, jetzt habe ich hier mein Papier auch eingestrichen, was jetzt hier wohnen möchte. Gucke ich ein bisschen rechts, links und versuche die Kante oben nachzuvollziehen, dass das hier gut aussieht. Und natürlich senkrecht. Das kann man so lassen. Es ist eh noch, es wälzt sich ein bisschen, also ich werde es sowieso später noch ein bisschen plätten dürfen, das ganze Gerät. Aber was mache ich dann, wenn es fertig ist? So, nun kommt ein bisschen Faden um den Schmerz weg. Um den Flop-Mechanismus hier zu bedienen. Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Fingernägel sind praktisch, nicht immer. So rum. So. Na komm schon. So. Ja. Genau. Nun haben wir dieses und ziehen es. Ziehen es hier rum, lassen das ein bisschen runterhängen. So, das ist schon mal zu. Ja, wisst ihr was? Jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht, den ich eigentlich nicht machen wollte. Wir haben drüber gesprochen, Leute. Wir haben drüber gesprochen. Mal eben, ob ich das jetzt gelöst kriege. Weil ich hier nämlich noch den Faden reinpacken wollte, ne? Ihr erinnert euch? So, manchmal ist das so, dass man den nochmal wieder hochkriegt und sich noch so ein bisschen retten kann, bevor man es komplett versaut hat. So, dadurch, dass ich so ein intuitiver Bastler bin. Ich hatte doch hier irgendwo auch noch einen Faden drin, ja, genau. Dadurch, dass ich ja so ein intuitiver Bastler bin, mache ich die Sachen immer so im Flow und ich erzähle euch einen, das ist ganz toll. Bis zu dem Punkt, wenn ich irgendwas in einer bestimmten, echten, wirklich ernst gemeinten Reihenfolge machen muss. Wie zum Beispiel einen Faden hier reinbringen. Das hätte ich nämlich wunderbar eben machen können, bevor ich dieses Papier aufgeklebt habe. Nun ja. Auf jeden Fall ist das gut, wenn man den hier erstmal oben auf anklebt, also dass der obere Flapfaden angeklebt ist und man den dann da, wo er rauskommt, quasi angleicht mit dem unteren Teil. Also dass die Fäden hier dann auf gleicher Höhe sind und zwei Schleifen bilden können. So, jetzt brauche ich wieder meinen kleinen Pinsel, das Ganze zu retten. Seht ihr, Leute, seht ihr, beim Quatschen ist es schlecht basteln, ne? Und dennoch führe ich mir das an und erzähle euch hier ein. Nein, Spaß beiseite, das hätte ich auch ohne Quatschen geschafft. Wenn ich Musik gehört hätte, hätte ich dann immer gemerkt, so, verdammt, du hattest eigentlich einen anderen Plan. Der Plan war nämlich, diesen Faden hier richtig reinzubringen, dass er richtig drin bleibt. Schade, Schokolade. So. Nun haben wir den Wachsfaden hier. Jetzt wisst ihr auch, wozu ihr so ein Bastelspatel noch braucht, um missglückte Ideen zu retten. Nein, um das zu tun, was der Kopf nicht geschafft hat. Und nicht rechtzeitig geschafft hat. So. Ja gut, ist jetzt nicht ganz so schön gelegt, als wenn ich das direkt mit eingeklebt hätte, ne? Aber es ist auch nicht so schlimm, dass man nicht damit leben kann. So, jetzt klappen wir den Spaß wieder zu, wo ich eigentlich gerade dran war. Zuklappen. Nächster Teil. So, jetzt gucken wir hier meine beiden Fäden raus.
der nächste Teil. Also das war jetzt eigentlich hier der wichtigste an dieser Stelle. Und jetzt bereite ich nämlich diesen ganzen Klappmechanismus hier vor. Dazu gehört jetzt auch der zweite Faden, der schon bereit liegt. So, also das ist ja das, wo es drauf kommt. Das ist der untere Flap. Das ist der obere Flap. Das heißt, das wird hier drauf gelegt. Nun werde ich das allerdings erstmal so machen, dass ich den Faden hier auf die gleiche Höhe lege. Bevor ich nämlich diesen... So, ich weiß jetzt, der kommt da und er kommt da raus. Das heißt, ich mache jetzt als allererstes hier diesen hinteren Bereich. Damit ich den Faden richtig einlege, bevor ich hier, sage ich mal, diese andere Kante dran klebe. So, ich pinsel den aber schon komplett ein, dass ich die andere Kante auch komplett drauflegen kann. Wenn man jetzt hier ein bisschen zu viel Kleber drauf hat oder, sage ich mal, da geklebt hat, wo man noch gar nicht kleben will, ist das an sich überhaupt nicht schlimm, weil man das hinterher eh komplett aufs Blatt klebt. Also ob da jetzt ein Kleberstreifen ist oder Peng, es ist echt wurscht, piep egal. So, wichtig ist, dass man hier die komplette Kante aufkleben kann. So. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich jetzt schon die dritte Dose Kleber in diesem Urlaub, der jetzt fast zu Ende geht, also morgen muss ich wieder zur Arbeit. Dieser Urlaub hat 3 Dosen Kleber verschlungen oder fast. Die dritte habe ich hier. So. Da und da. Na, man sollte es dann auch richtig drauflegen, sonst hat man da auch keine Chance. So. Also, den werde ich aber heute nicht alle kriegen. Das heißt, er ist nicht komplett durch der Kleber, aber immerhin. Also ich fand das schon eine starke Bilanz. Und ich werde euch auch bei Zeiten zeigen, warum. Ich kann euch jetzt erzählen, warum, aber ich werde es euch nicht zeigen. Und zwar habe ich nämlich für meine Tochter zum Geburtstag bin ich dabei, ein Journal zu basteln. Das ist sehr kleberaufwendig und sehr groß. So viel sei verraten. Ich habe, glaube ich, schon mal ein bisschen was verraten. Ach, irgendwie ist das jetzt auch nicht ganz schlau, ne? Wenn ich das jetzt so mache, das guckt da zwar raus, aber das muss ja noch drumrum. Ach, Leute, ist das schön, dass wir drüber reden, ne? Weil das hier muss ja darüber. Das heißt, ich muss ja erst diese Kante aufkleben und dann die Fäden. Machen wir gleich nochmal die Fäden, ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht vergeben. Ich muss nur gucken, dass ich das jetzt hier so mittig dran baue. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, mein Falzbrett ist eigentlich ein ziemlich cooles, finde ich. Aber irgendwie habe ich da mal Abweichung von 1-2 mm beim Falzen und plötzlich wird mir dann, oder auch beim Schneiden, und plötzlich wird mir dann was größer, was ich gar nicht so groß haben will. Habe ich gerade die Kamera angeschlagen. Jetzt werdet ihr seekrank, ist schade. Ein bisschen Seekrankheit am frühen Morgen. So flappt das dann nämlich. So, zack, zack. Such a flap. So, und jetzt machen wir das nochmal. Also mindestens mal die beiden Flap-Stellen oder Fadenstellen werde ich immer markieren hier. Weil ich muss nämlich auch noch den anderen Flap da anbauen. Und das ist ein bisschen tricky, wenn man sowas macht. In welcher Reihenfolge macht man das, ohne sich irgendwelche Sachen zu verbauen oder ohne sich hier... Naja, also wenn ich das jetzt hier... sagen wir so, wenn ich das jetzt hier drauf... klebe und komplett mit Kleber einbalsamiere, ich muss dann auch diese Kante da dran machen. Und zwar bevor ich das Ganze ins Buch einbaue, aber diese Kante muss ich kleben, um es ins Buch einzubauen. Ihr versteht das Problem, oder? So, ich will jetzt erstmal nur diesen Faden hier festsetzen.
dieser Klebekrümel. Das Schöne ist, man kann sie einfach ganz einfach von den Fingern abrubbeln. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Prost. Ein bisschen Hallo-Wach kann nicht schaden. So, ich drehe das jetzt mal vorsichtig um, ohne das irgendwo drauf zu kleben. Schwupp. So, und dieses Ding hier klebt dann hier drum. Das ist das nächste, was ich tun werde. Deswegen drehe ich das mal beides auf den Kopf. Dann habe ich nämlich kein Problem mit dieser Klebekante. Klebe mir diese Kante ein und lege sie dann um. Ich glaube, den großen Pinsel brauche ich nicht mehr. Der kann ins Wasser. So. Dann habe ich gleich noch ein paar Dekopünktchen und dann darf das Ding nicht ins... Oder ich kann eigentlich auch, kann ich es direkt in George reinsetzen und dann die Dekopünktchen setzen. Pünktchen, also Kreise. Ich hab noch ein paar Sachen ausgeschnitten. Ja, ihr wisst schon. So, naja. Ich war gerade dabei zu erzählen, ich mache für meine Tochter ein Journal. Nun ist das so, dass sie nächste Woche Geburtstag hat, wenn man noch im Urlaub ist und das Journal erst Anfang August bekommt. Das heißt, ich drehe euch ein paar Videos, teilweise zu, also teilweise auch mal Tutorial oder zum Beispiel dieses Pop-up-Element werde ich nochmal in groß machen. Und sowas. Nur kann ich euch das dann erst im August zeigen. Mal gucken, richtig rum, richtig rum. So, jetzt ist meine Tochter gerade aufgestanden. Also sie fährt nämlich jetzt nochmal in Urlaub und dann wird sie erst nach ihrem Urlaub ihr Geschenk bekommen. Dementsprechend kann ich euch das dann auch zeigen, weil meine Tochter natürlich, wie sollte es anders sein, auch auf meinem YouTube-Kanal rumguckt und rumwuselt, was ich auch total toll finde. Nur sollte sie dann nicht ihr Geschenk entdecken, bevor sie es in der Hand hat, ne? So, ich schiebe das jetzt hier rüber. Also ihr seht jetzt hier, dass hier so ein kleiner Absatz drin ist. Einfach, das kommt daher, dass mein Falzbrett nicht so ordentlich arbeitet, wie ich das gern hätte. Also echt, da haben wir einen Unterschied von Millimeter. Nicht so einen halben Millimeter oder so, sondern Millimeter. So. Das werde ich mir hier noch ein bisschen glätten. Ja, hier auch. Knipsen sieht das nicht so gewollt und nicht gekonnt aus. So, wir haben jetzt das ganze Paket. Und das klebe ich jetzt erstmal ein. Das heißt, George, komm mal her. Komm mal bei Fuß, komm mal bei die Mutti. So. Und dann klebe ich das so ein. Ich werde es nicht ganz super nah in die Mitte kleben können, weil ich auch noch Schleifen machen will. Die muss man ja noch wieder aufkriegen. Und ich habe hier noch einen Einschub vorbereitet. Ah, warte, hier. Das Herzchen kommt dann noch dahinter. Und das ist dann hier. Schiebt dann hier rein. Schwupps, kommt wieder raus. Da kommen nämlich auch noch Faden dran. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier unsere Laschen, die ich jetzt komplett in den Kleber einstreichen kann. Und dann setzen wir das Ganze in George, dann kommen ein paar Klebepunkte und dann haben wir fertig. So, das ist die ganze Herrlichkeit. Also wie ihr es dekoriert, macht, was ihr wollt. Ob ihr komplett was zum Schreiben machen wollt, ob ihr Fotos reinsetzen wollt, ob ihr nur Designpapier nehmt, ob ihr noch ein paar Pockets mit reinbaut oder so. Was euch einfällt, sei es so. Ihr werdet bestimmt was Cooles finden. Man kann hier garantiert noch ein paar Pockets, noch ein paar weitere Ausklappmechanismen machen. Ihr habt ja letztes Mal im Video gesehen, oder falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Wenigstens die ersten 6 Minuten oder so, weil da habe ich mich das fertige Werk gezeigt. Der Rest ist wirklich Tutorial. Also 2 Stunden Tutorial, 6 Minuten Flip-Through. Ist aber auch nicht weiter verwerflich bei der Menge an Sachen, die gemacht werden wollen. So, auf jeden Fall könnt ihr Magnete benutzen, um das Ganze zuzumachen. Ihr könnt jetzt, wie ich hier das gemacht habe, könnt ihr Fäden nehmen. Ihr könnt es auch lassen. Ne? Also es klappt auch, wenn es ein Buch ist, klappt es auch so zusammen.
Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, irgendwelche Steckmechanismen. Was auch immer. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich nicht. Weil was ist kreativer als Junk Journaling? Mir fällt nicht viel ein. Fällt euch was ein? Also ich finde, das ist schon maximaler Grad an Freiheit bei maximalen Möglichkeiten. Mit Papier natürlich viel mehr Möglichkeiten als, sag jetzt mal, mit Metall zum Beispiel. Mein Mann macht ja einige Metallarbeiten und so, die sind auch total schön. Nur man braucht so viel, ne? Man muss schweißen können, man muss eine Flex haben. Man kann es nicht drinnen gemütlich am Tisch machen, da wo es warm ist. Man muss es dann da machen, wo man nichts anfackelt. Ja, nee. Nee, nichts für mich. Hier so am Basteltisch, wo man auch eine Kamera vermutlich einstellen kann, wo man nicht zu arg zu laut ist beim Arbeiten. Also, ne, dass man jetzt nicht hier, keine Ahnung, man knistert halt mal ein bisschen, das ist die Lautstärke. So. Jetzt kann man das hier noch reinschieben. Dadurch, dass ich die Laschen jetzt so aufgeklebt habe, kann ich die auch vernünftig reinschieben. Sprach sie und kam nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Verzaubert. Oh, geht doch. So. So, hier würde ich dann nochmal der Vollständigkeit halber ein kleines Pferdchen dran setzen. Du darfst mal gehen. Du bist im Weg. So, und das Schöne ist, wenn man sowas da eingebaut hat, dann hängt so ein Pferdchen da auch mal raus. Man muss jetzt auch nicht sowas machen. Ne? Also bei dem letzten, tja, da hat mich jetzt mein Akku verlassen. Lustig, dass der vollgeladen 42 Minuten Video schafft, aber genau 42 Minuten. Nun wollte ich euch sagen, letztes Mal habe ich hier ein Tab benutzt als Einschub oder als, sag mal, Greifhilfe. Ja. So. Und das ist nämlich diese berühmte Kante, über die man rüber möchte. Dadurch, dass das dieser Einschub ein bisschen gewellt ist, kam ich da jetzt nicht drüber. Man muss das ein bisschen plätten, dann funktioniert das schon. So. Jetzt habe ich noch ein paar Deko-Teilchen und dann hat sich das nämlich auch. Aber wir sind schon bei 42 Minuten, wie ich gerade festgestellt habe. Das heißt, diese Deko-Teilchen hier habe ich ein paar gesammelt und möchte die noch an ein paar schöne Stellen verbasteln. Ich habe jetzt hier zum Beispiel was Rundes und würde die jetzt, ich gucke jetzt gerade mal, wo ich die geplant habe. Also hier habe ich eins geplant, da hatte ich eins geplant, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, das hatte ich dann. Mal ein bisschen gucken, was wohin passt. Ja, wenn man das jetzt so aufklappt, es muss nicht immer auf der gleichen Seite sein. Hier würde ich es allerdings zum Beispiel hier hinsetzen. Also, auch sowas muss nicht sein. Ne? Also, wenn ihr da, keine Ahnung, ein Stanzteil hinsetzt, ein, weiß ich nicht, was ich mir eigentlich auch überlegt habe, aber da war ich schon fertig mit dem Schneiden hier. Gott, ich hoffe, das geht jetzt mit dem Ton, weil mein externes Mikro kann ich gerade nicht anschließen, weil ich halt das Ladegerät angeschlossen habe. So, also was ich bei, als ich schon fertig war mit Zurechtschneiden und Zurechtlegen der Sachen, hatte ich überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, oder schön sein könnte, hier so ein paar Stanzteilchen dran zu bringen, die, so Blumen sind, ne? Also so, weiß nicht, in so einem leichten Orange oder sowas oder in einem hellen Braun, so Blumenstanzteile hier noch mit reinzukleben und sowas. Das kann man alles machen. Ich wollte es jetzt einfach nicht übertreiben, weil ich euch einfach diesen Mechanismus hier nochmal einzeln zeigen wollte. Das ist einfach. Huch, Kleber umgesammelt, verdammt. Das ist, auch für sich genommen, ohne das komplette Notizbuch dahinter, schön ist. So, da kannst du hin. Also das ist quasi die Hälfte des Notizbuchs, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, auch
eine schöne Daseinsberechtigung hat. Das war mein Plan. Genau. So. Tja, die Schrift ist so, dann setzen wir es doch so. Jetzt mal die Schrift jetzt hier ausbremsen, ne? Ich werde das gleich, wenn wir hier zusammen fertig sind, dann werde ich das nochmal aufklappen, dass es nochmal komplett austrocknen kann. So, ziehen wir das nochmal rüber, weil hier haben wir natürlich auch welche. Und dann sind wir nämlich fertig. Tja, wohin klebe ich das denn? Hier war noch irgendwie Schrift drin. Muss ich so rummachen? Guckt immer, also ich gucke immer. Wäre mal eine Idee für euch, wenn ihr mögt, wenn ihr Teile habt, wo ein bisschen Schrift dran ist. Und sei es nur ein Wort oder ein angeschnittenes Wort oder so, schaut immer, dass ihr die Schrift irgendwie gut ausgerichtet zum Blatt bekommt. Das heißt nicht zwingend, dass sie immer waagerecht sein muss. Sie kann ja auch geordnet schräg sein oder geordnet senkrecht. Nur achtet drauf, was das mit eurem Blatt macht. Ne, wenn ihr das, keine Ahnung, ein Wort oder ein Stück Schrift auf dem Kopf habt und der ganze Rest ist pappordentlich, ist das nicht gut. Also seid ihr hinterher sauer über euch selber. Jede Wette. Ne, wenn das keine Schrift hat, dann ist es wurscht, aber auch hier, man sieht so angedeutet in dem Papier so eine bisschen Schrift. So, und das bisschen Schrift möchte gerne irgendwie wenigstens optisch gerade sein. Ne? Also das Ding ist, das unbewusste Auge hat ein ganz anderes oder ein viel tiefer greifendes ästhetisches Empfinden, als ihr das im Bewussten habt. Und das heißt, euer Auge registriert sofort, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Manchmal kann man das tun, um Aufmerksamkeit auf einen Teil oder einen Bereich zu lenken. Nur wenn man das nicht vorhat oder sag mal einfach ein harmonisches, ruhiges Bild erzeugen möchte. Ja. Dann lasst es. Dann achtet drauf. So, ich baue euch das jetzt noch einmal richtig schön zusammen, dass es komplett fein und zu ist. Klebe einmal aus dem Weg. Und zwar haben wir hier, wenn es komplett aufgeklappt ist, kriege ich es nicht mal mehr ganz aufs Bild. Haben wir hier den inneren Flap. Ja, mit den schönen Punkten. Der Kreis wiederholt sich hier auch nochmal. So, zugeklappt. Dann haben wir den äußeren. Zack. Erst einklappen, dann zu den Fäden. Dann haben wir den oberen. Hier hängt ein Faden raus, hier hängt ein Faden raus. So, und hier kann man, wenn man nicht so lange Nägel hat, kann man hier wunderbar ein Schleifchen reinmachen und es verschließen. Ihr lacht euch bestimmt gerade kaputt, über meine Art, eine Schleife zu binden. Das ist echt nicht leicht mit so langen Fingernägeln. Sag euch das. So. Damit wäre man mich gut wie am Ende des Videos. Es ist doch wieder viel länger geworden, als ich dachte. Ich hätte es gedacht, ich brauche vielleicht so ein halbes Stündchen, um euch das hier zusammen zu tüdeln und ein bisschen zu erzählen. Nee, es ist tatsächlich lang geworden, also fast eine Stunde. So. Wir haben fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier nochmal Thema Sonnenblume. Beim nächsten Mal, bei der anderen Hälfte, werde ich ein anderes Thema wählen. Das Ding ist, wenn ihr das ja fertig habt oder in ein Buch baut, ich sehe gerade noch ein bisschen Klebertüdel, wenn ihr das in ein Buch baut, dann trägt das schon ganz schön auf. Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, hat George mal so ein dickes Stück dazu gewonnen. Ne? Ihr seht es hier. Es macht richtig was her.
Es ist ein richtig schönes Element. Allerdings braucht es wirklich Platz. Das heißt, ihr solltet das nicht in ein Journal machen, was eh schon aufklappt, wo ihr mit dem Platz ein bisschen struggelt. So. Ich habe fertig. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen weiter trocknen, dass das schön bleibt. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt auch hier wieder ein bisschen Ideen oder Erkenntnis rausgezogen. Vielleicht wollt ihr das nachbasteln. Und wenn ihr die Maße braucht, schreibt ihr mir. Varaya Loves Paper bei Facebook oder Varaya Loves Paper in einem Wort @gmail.com. Eine Martina, oh Gottes Willen, mein Namensgedächtnis, ich Marina. So, Marina hat mich auf Etsy angeschrieben, das geht auch. Hat mich auf Etsy angeschrieben und mich gebeten, ihr was zu schicken. Marina hat schon mal eine Anleitung von mir bekommen. Und ich bin da auch happy mit, wenn ihr mich einfach fragt, ob ihr, sag ich mal, Anleitung bzw. den Zettel mit den Maßen und die Reihenfolge, wenn ihr die von mir haben wollt, kriegt ihr die auf jeden Fall. Mir hat das nämlich total Spaß gemacht, dieses Buch nachzubasteln. Ich hatte nur das Buch, was ich gekauft hatte, und hatte da keine Anleitung oder ähnliches und habe mir das einfach so mit den Maßen erschlossen. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.